Sie hören SBS German. Die australische Regierung hat die Einführung eines landesweiten Impfstoffs angekündigt, um schwangere Frauen und Babys vor dem respiratorischen Syncytialvirus, kurz RSV, zu schützen. Im Jahr 2024 stiegen in Australien die RSV-Fälle im Vergleich zum Vorjahr um 37.000 an. Das hat sowohl bei Gesundheitsexperten als auch bei Eltern wie Louise Boyd Besorgnis ausgelöst. Ihr 7 Monate alter Sohn Spencer lag dieses Jahr 9 Tage lang mit einer schweren Lungeninfektion im Krankenhaus, nachdem er sich mit RSV infiziert hatte. He was starting to have breathing difficulties, so we took him to the hospital. On the way to the hospital, he became unresponsive, so we had to call an ambulance. The ambulance took him into the hospital. He had 1 admission for 4 days. Then after he got discharged, he was home for not quite a day and then started to deteriorate again, had another ambulance trip and was taken in, put on high-flow oxygen, nasogastric tube and IV fluids and spent another 5 days in there. So it was not a fun time. Für Spencer stand kein kostenloser RSV-Impfstoff zur Verfügung. Doch für andere Kinder in der gleichen Situation wird sich das bald ändern. Die Regierung plant, über einen Zeitraum von 4 Jahren mehr als 174 Millionen Dollar in die Bekämpfung des Virus zu investieren. Der kostenlose Impfstoff wird ab dem nächsten Jahr für Babys und schwangere Frauen im 3. Trimester zur Verfügung stehen. RSV ist ein weit verbreitetes Virus, das in der Regel mit leichten Symptomen einhergeht, ähnlich wie die Grippe oder Covid-19. Die meisten Kinder stecken sich mit RSV an, bevor sie 2 Jahre alt sind. Aber RSV ist auch die häufigste Ursache für Krankenhausaufenthalte bei australischen Säuglingen. Gesundheitsminister Mark Butler zufolge hat die Regierung auf die Forderungen von Eltern und Befürwortern nach Schutz vor der Krankheit gehört. Every winter around 12,000 babies are hospitalized through RSV and as many as 1/4 of them have to spend time in an intensive care unit. This winter has been a really hard one with more RSV cases recorded than last year. Die Zahl der RSV-Fälle ist von 96.000 im Jahr 2022 auf mehr als 165.000 in diesem Jahr angestiegen. Dr. Danielle McMullen ist die Präsidentin der Australian Medical Association. Ihr zufolge spiegelt der Anstieg einen breiteren Trend wider. We are just seeing a lot of respiratory illness in the community this year. High rates of whooping cough, lots of flu, still lots of COVID in the community, and probably a number of causes behind that now that we're back out and about in the community, traveling more and probably a bit less immunity to some of those common respiratory illnesses after the COVID years, but always a strong reminder to be vaccinated against what we can be. Obwohl einige Staaten bereits eigene Programme haben, kann die Impfung von Kindern gegen RSV rund $300 kosten. Laut Gesundheitsminister Mark Butler wird die Einführung des Impfprogramms dazu beitragen, die Kosten für Familien zu senken und könnte die Zahl der Krankenhausaufenthalte gegen RSV um bis zu 90% reduzieren. Die Gründungsdirektorin der Immunization Foundation, Catherine News, begrüßt das Programm als weltweit führend. RSV is the number one reason why Australian kids under 5 are hospitalized each year. And today's announcement will be a huge relief to many families around the country. This program is likely to prevent 10,000 hospitalizations every single year. That's 10,000 families who won't have to watch and wait as their babies struggle to breathe in hospital. We have been calling on all Australians to unite against RSV and we thank the government for listening and acting. Der RSV-Impfstoff ist auch für Australier über 50 Jahre geeignet. Aber diese Gruppe wird nicht in das kostenlose nationale Impfprogramm aufgenommen. Gesundheitsexperten fordern diese Risikogruppe auf, mit ihrem Hausarzt darüber zu sprechen. Eltern wie Louise Boyd begrüßen das Programm. I'm very happy that it's going to be nationally available and no other family should have to go through what we went through because it was not fun. Dieses Segment wurde von Brianna Piazza und T. Mitchell für SBS News erstellt. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.